EA Sports. It's in the game. Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 hier auf der PlayStation 4 und es geht weiter mit der Karriere, heute mit Part 43 müsste es sein und ja, die neue Bundesliga-Saison hat vor kurzem begonnen. Wir spielen jetzt Bundesliga, DFB-Pokal und Europa Cup. Genau, das sind die drei Wettbewerbe, die gibt es dieses Jahr und jetzt schauen wir einfach mal. Ich weiß gar nicht. Deutschland Bundesliga, zweite Bundesliga. Dort zeigt es schon mal nicht an. Schauen wir doch mal. Deutscher Pokal spielt nichts drin. Vielleicht kommt das ja alles nochmal schon. Jetzt geht es erstmal weiter mit der Bundesliga. Zwei Spiele stehen an, nämlich Bayern für Leverkusen. Das gibt es jetzt. Wenn die Simulation mal fertig ist. Jawohl, Nationaltrainer auf Fährte von Nordirland ablehnen. Und danach gibt es noch ein Spiel gegen 1. FC Schalke 04. Ja, jetzt sage ich wieder Erster. Erster mache ich gern. FC Schalke 04 heißt der Verein und nicht 1. FC Schalke 04. Ja, egal, wir fangen an. Und sind die einzigen, die noch nicht gespielt haben. So sieht es zumindest aus. Nein, Borussia Dortmund hat noch nicht gespielt, aber ja, Bayern hat unentschieden gespielt, sehe ich gerade. Und wir können mit einem Sieg auf Platz 3 vorrücken. Das wollen wir erreichen. Also, jetzt geht's gegen Leverkusen. Wir spielen natürlich in unseren Trikots. Und Leverkusen kann schwarz spielen. Und dann geht's los. Bayern für Leverkusen gegen RB Leipzig in Leverkusen. Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Jawohl, los geht's hier in Bayer Leverkusen. Als Unparteiischer soll heute Dietmar Schönlebe fungieren. Und ja, wir fangen an. Und Josef Renz schon wieder. Josef Paulsen 1-0. Das ist das Tor! Josef Paulsen, erste Spielminute 1-0. So kann es doch schon mal losgehen. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Traumstart und Josef Paulsen, viertes Tor in dieser Saison. Der Junge dreht auf. Lars Bender. Kruse. Gute Flanke. Baumann. Und Harder. Harder 2-0. Tammo Harder 2-0. 8. Spielminute. Neuzugang bei uns. Von Borussia Dortmund gekommen. Jugendspieler. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive. Wunderschön. Keine Chance für Leverkusen und der Torwart. Zambrano. Geht ja schon fast so los wie letztes Spiel in der Rückrunde letztes Jahr. Da haben wir glaube ich 5-1 gegen Leverkusen gewonnen, wenn mich alles täuscht. Harder. Bruno. Da könnte was draus werden. Oh, Bruno. Gehalten. Heiß. Da ist ihm der Ball wortwörtlich vor die Füße gefallen. Kruse. Eine Rangelei um den Ball. Es muss ein Wurf. Hier läuft's bis jetzt. Milik.
Bönisch. Es sei die Frage erlaubt, wo ist der Verteidiger? Und Rottenhill verliert ein Kopfballduell und dann ist er nicht drin. Oh ja, komm, komm hin. Oh Mann. Ja, es gibt einen Wurf. Zambrano. Bönisch. Kruse. Rückpass zum Torhüter. Milik. Leverkusen. Super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Ada. Lars Bender. Bönisch. Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Gut, passt. Was? Was? Hat der Schiri jetzt nicht mal oder was? Ist wieder los. Bald im Tor aus, Abstoß. 10 Minuten vor der Halbzeit, 2-0 für uns weiterhin. Es läuft. Und das spektakulär gut. Zambrano. Bönisch. Und nun Christian Fuchs. Josef Paulsen. Jetzt wird es brenzlig. Gute Tor. Josef Paulsen. Nächste Chance, Leipzig. Compare. Hohoho. Lars Bender. Auch der Übeltäter hat es eingesehen. Es gibt Freistoß. Ja, jetzt würde gleich abpfeifen, denke ich mal. Und so ist es auch. 2-0 zur Halbzeit für Leipzig. Spektakulärer Anfang hier von uns. Und ja, dann führen wir hier zurecht 2-0. So kann es auch weitergehen. Und so machen wir es auch weiter. Anstoß zum Beginn der zweiten Halbzeit. Oh, Posten jetzt, was für jetzt gebracht. Christoph Kramer. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Schnell passen und dann die Lücke finden. Das ist jetzt die Parole. Kruse. Ja, das war Abseits. Zu Recht. Und wir sind wieder im Ballbesitz. Der Assi hebt die Fahne, der Schiri pfeift und beide haben recht. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Mein Gott, ist es knapp. Ist ausgerutscht. Ja, der Rasen, Manni, der Rasen ist nass. Der Ball auch, kann passieren. Viel hat nicht gefehlt zum 3-0. Paulsen ist ja unser Torgarant dieses Jahr. Letztes Jahr noch Bruno, dieses Jahr Paulsen. Zweikampf um den Ballbesitz. Lars Bender. Leverkusen. Super Flanke. Leverkusen. Und Mr. Bruno, sag ich schon. Mr. Baumann ist da. Und
Stefan Kießling kommt für Milik. Die Niederlage vielleicht doch noch zu verhindern. Na, mal schauen, ob der noch was zu reißen kommt. Christoph Kramer. Jetzt sieht er ab. Stellungsspiel des Verteidigers. Und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Jetzt aber Leverkusen. Jetzt drehen sie auf. Trau dich. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Kießling! Ja, nächster Schuss Leverkusen, aber wir führen weiterhin 2-0 und so kann es auch bleiben. An denen kann er nicht rankommen, da muss er 40 cm größer. Aber natürlich nicht so! Tor für Leverkusen, es ist abseits. Es ist abseits. Das zählt nicht, das war eindeutig abseits und das hat der Assistent mit seinen Adleraugen klar erkannt. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Kruse. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Jetzt eine gute Flanke. Komm schon, Jungs. Mann, guck doch mal nach rechts. Da steht doch einer. Schöner Pass, das könnte gefahren. Josef Paulsen, 3-0. Und er trifft. So spielt man einen Konter aus. Auf Bayer, das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. So, jetzt können wir uns in Wir gewinnen dieses Spiel hier, 3-0. Und das ist mal sensationell geil. Gegen Leverkusen. Leverkusen, die sind Champions League. Ja, das ist eine Champions League Mannschaft. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Kießling. Hönisch. Ja, da hat er auf Freistoß entschieden. Sofort, ohne zu überlegen. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Oh, fast scheppert jetzt im 14. Hader. Und Josef Paulsen lässt die Chance liegen. Und dann kommt hier Leverkusen nochmal. Vor dem Abpfiff. Paulsen nicht drin. Es war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Jetzt wieder abpfeifen, denke ich. Hönisch. Das war's. Reinhardt. So ist es auch. 3-0 gewinnt RB Leipzig gegen Bayern 04 Leverkusen. Das ist sensationell geil. Siehst du hier den Papierkorb? Da schmeiße ich jetzt die Statistik rein. Ja, völlig zu Recht, Manni. Das ist 5 Schüsse aufs Tor, 5 insgesamt und 3 gingen rein. So spielt man Fußball. Bester Spieler am Platz, Josef Paulsen mit 2 Toren. Dieser Junge ist brutal geil zurzeit. Und hoffentlich sind sie beim nächsten Mal wieder mit. Wir haben die anderen so gespielt. Dortmund hat noch nicht gespielt und Hannover gewinnt 2-1 gegen Gladbach. Und dann sehen wir auch, dass Borussia Dortmund das Spiel verloren hat. Bedeutet auch, dass wir jetzt auf Platz 2 sind. Nur ein Punkt hinter den Bayern und das ist super Ausgangsposition. Und ja, wir haben eine Nachricht, dass Spieler für die Nationalmannschaft tätig sind. Und wir schauen jetzt mal,
Ne, wir spulen jetzt erstmal vor bis zum nächsten Spiel. Es gibt eh erstmal Transferphasenende. Wer wurde denn so verkauft? Fernandes von Moskau nach Rom für 23 Millionen. Henrik Mkhitaryan von Borussia Dortmund zu Paris Saint-Germain. Und Movisyan zu Wolfsburg für 19,5 Millionen. Und dann verkaufen sie Higuain von Neapel. Geht dazu. Atletico Madrid. Und dann sind es eh nur noch 4 Stunden bis zum Ende. Oh, Benteke geht für 33 Millionen nach Inter Mailand. Eine Stunde noch und die ist jetzt rum. Und dann sehen wir, dass insgesamt 90 Millionen aus allen Ligen zusammen für Spieler ausgegeben wurde. Das geht nur in Europa und ja. Kann man mal machen. 90 Millionen für Spieler ausgeben. Das Schalke-Spiel steht an. Und Schalke müsste ein Verfolger von uns sein, denke ich. Glaube ich. So ist es auch. Die sind einen Punkt hinter uns. Also da muss jetzt Gas gegeben werden. Sabitzer möchte mir Gehalt. Das kann er jetzt vom Spiel nicht haben, denn ich konzentriere mich jetzt erstmal da drauf. Denn wir fangen jetzt an. Spiel natürlich Leipzig und... Den Trikots hier passt auch, dann geht's los! RB Leipzig gegen den FC Schalke 04 in Leipzig, in der Red Bull Arena. Viel Spaß! Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon, Manni Breukmann und Frank Buschmann. It's time to play football! So sieht's auch aus. Die Bundesliga, nächster Spieltag. Ich glaube, es ist der 5. Und wir wollen heute hier einen Top-Spiel abliefern. Dazu brauchen wir ein bisschen Können. Kevin Prince Boateng. Ach, ich hab doch den Ball nicht mal berührt. So fangen wir hier erst gar nicht an. Vierte Spielminute, 0-0. Ja, wie schon gesagt, hier soll heute der nächste Sieg gefeiert werden. Aber natürlich nicht so. Kolasinac. Jetzt mehrere Anspielstationen in der Mitte. Da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist schon wieder beendet. Ohohoho, Riesenschuss! Blockiert vom Abwehrspieler. Wieso nimmt jetzt der Torwart in die Hand? Und doch vom eigenen Spieler, ey. Okay, war jetzt kein Rückpass, aber trotzdem. Pausen. Uchida. Erste Riesenschuss hier von uns. Höger. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Der könnte passen. Souverän abgewehrt. Eieiei, Paulsen. Kolasinac. Boateng. Uchida. Jungs, was ist los? Schuss und weiter heißt es aufgepasst. Ach, Junge, lass das doch einmal laufen. Sonst gibt's hier die lustigen Holz. Ja genau, dann hat er noch Schalke oder was? Kolasinac. Die verstehen sich blendend. Höger. Schalke. Kann doch gar nicht sein. Ja! Der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Bruno. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann so wird das nichts. Uchida. Höger.
diesen Schiri. Was ist denn los, Schiri? Der gibt garantiert Freistoß. Ja, da muss es gelb geben. Völlig übertrieben, Schiri. Aogo. Hüntler. Erfolgreicher Zweikampf. Aogo. Boateng. Und da sind wir uns, glaube ich, einig. So kannst du ein... Was ist denn, Schiri? Sag mal. Hast doch eine an der Backe, ehrlich. Choupo-Moting. Ja, er hat sich den Ball wiedergeholt. Gut gemacht. Ada. Bruno. Höger. Choupo-Moting. Hüntler. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Eine Rangelei um den Ball. Höger. Aogo. Jungs, jetzt holt euch den Ball. Kann doch nicht sein. Wir spielen nur Schalke. Das kann doch nicht sein, Leute. Jetzt ist Halbzeit. 0-0 zur Halbzeit und ja, Schalke ist deutlich besser. Wir müssen das tun. Also das war ja wohl gar nicht. Das wird sich jetzt hoffentlich ändern. Nee, also ich bin auch im Stadion. Also schlimmer geht's nicht mehr. Was wir da gesehen haben, ich war entsetzt. Jetzt beginnt die zweite Halbzeit. Ja, alles viel zu vorsichtig, Mani, alles viel selber keine Chance. Kein Mumm nach vorn. Kolasinac. Choupo-Moting. Kevin Prince Boateng. Das wird ganz gefährlich. Schalke 04 ist hier kurz vor dem 1:0. Und so wichtig. Und wir lassen es zu. Das ist unglaublich. Das wissen wir natürlich längst, aber der liefert eine Riesenleistung. Muss ich passen. Allein gegen drei. Ball im Seitenaus, Einwurf. Unglaublich. Jungs, auf geht's. Hüntler. Was fehlt denn auf einmal? Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Schalke kommt immer besser ins Spiel. Höger. Schalke 1-0. Nein, nicht mal. An den Pfosten. Diese Leichtigkeit fehlt heute irgendwie. Choupo-Moting. Ah, wirklich, total. Pass nach draußen auf den Flügel. Ja, da schaut er sich nach Hilfe um. Höger. Schönes Stellungsspiel. So kann gib den Ball jetzt her, das kann doch nicht wahr sein. Aogo. Klasse Zuspiel. Und jetzt ist er drin. 1-0 Schalke 04 nach 70 Spielminuten. Sorry, aber das ist verdient. Wir können jetzt nicht anfangen, nach diesem Tor den Stab über den Torwart zu brechen. Nein, also definitiv nicht. Der hat die Mannschaft ja bisher überhaupt im Spiel gehalten. Das kann passieren, überhaupt keine Frage. Die Frage ist... Foul und damit die Entscheidung. Freistoß gegen Schalke.
Ja, das ist ein ganz, ganz klarer Torwartfehler, hier deutlich zu erkennen. Den kann er nicht festhalten, muss er aber. Und dann ist das natürlich eine Pflichtaufgabe für den Sturm. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Kann nicht wahr sein. Compère. Souverän gelöst. Pfeift einfach Elfmeterschiri. Ja, tolle Chance. Kann doch nicht wahr sein. Damit nimmt der beim Gegner den Offensivschwung raus. Ecke. Und dieser Eckball könnte jetzt die Entscheidung Jungs. Bringen. Gute Chance auf jeden Fall. Kurz vor Schluss. Und da steht ein Schalker. Das kann doch nicht sein, ehrlich. Die Schalker müssen aufpassen. Mit der knappen Führung, da kann man noch nicht sicher sein. Ach, pfeift doch kein Foul, Schiri. Was ist denn das? Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß pfeifen. Verdammt nochmal. Choupo-Moting. Kann nicht sein. Papadopoulos. Choupo-Moting. Höger. Schalke, Schalke, Schalke. Verfahren. Das war's wohl. Zu früh gestartet. Abseits. Jetzt wieder abpfeifen. Ja, war eine ganz knappe Kiste, auch hier wieder, aber die Fahne des Assistenten war sofort oben. So ist es auch. 1-0 gewinnt Schalke 04 in Leipzig. Heute beim Trainer des FC Schalke 04, bei den Fans natürlich auch. Sieg für Königsblau. Ich dachte, es gibt eine Packung, aber die gab's überhaupt nicht. Nicht mal Yusuf konnte es heute richten und Bayern gehen 5-0 gegen Stuttgart, unglaublich. Ja, und apropos Bayern, das ist auch unser übernächster Gegner, beziehungsweise unser nächster Gegner in der Bundesliga. Und Spieler verletzt, Massimo Bruno fällt 5 Tage aus, super. Belgium möchte uns als Trainer haben, vergesst es. Und wir spielen gegen Liverpool, jetzt als nächstes. Im nächsten Part. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und nicht vergessen, der nächste Part wird hammermäßig geil. Denn da geht's nicht nur gegen Liverpool, sondern auch gegen den FC Bayern München. Genau, das Duell findet statt. Im nächsten Part. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao.